Mich interessiert das Programm Digitales Gleichgewicht. Mhm. Wie ist das überhaupt entstanden? Ja, das ist vor über 6 Jahren, bin ich ganz speziell für das auch angestellt worden. Also eigentlich in der Suchtprävention, aber wirklich mit dem Auftrag, etwas im Bereich Digitales Gleichgewicht zu entwickeln für die Schulen der Stadt Bern. Mhm. Und der Zufall hat es wollen, dass etwa nach einem Jahr oder so ein Gesundheitskoordinator zu mir gekommen ist. Also es ist eine Lehrperson, die eine Schule schafft und die Funktion inne hat. Und gesagt hat, Karin, komm, lass uns etwas machen. Und zwar gerade von Kindergarten an bis hoch. Und es hat mich total fasziniert, weil ich gefunden habe, das braucht es eigentlich. Man weiss ja, in Prävention ist es vor allem wirksam, wenn man früh anfängt. Ja. Und so habe ich eigentlich zusammen mit ihm und seiner Schule, das war wie eine Pilotschule, das entwickeln. Und kurz darauf ist schon eine zweite Pilotschule gekommen. Also, wo wir 2 Schulen hatten, wo wir geschaut haben, wie könnte man das gestalten, wie könnte das funktionieren. Das heisst, ihr habt mit einer Schule angefangen, mhm, und sind jetzt bei? Ui! Wie viel ungefähr? Ai, ganz viel. Also, ich war, glaube ich, schon in jeder Schule von Stadt Bern. Okay, und wir haben 42 Schulen, glaube ich. Oh, da muss ich jetzt aufs Glatteis. Ja, genau. Mhm. Aha, super.